Hallo und herzlich willkommen, meine wundervollen Lieblingszuschauer. Ich begrüße euch zu einem der schönsten Tage der Woche, dem Freitag. Und außer natürlich, ihr schaut gerade nicht an einem Freitag zu, das kann ich leider nicht für euch entscheiden. Trotzdem, auf jeden Fall, egal welcher Tag es ist, ich wünsche euch, dass es der schönste Tag ist seit Mitternacht. Und jetzt wollen wir doch mal anfangen mit unserem weiteren nächsten Kreuzworträtsel. So, dann fangen wir doch mal an mit Sopran, Mezzosopran und Alt. Leichtmetall, Kurzwort. Das ist dann wohl Alu für Aluminium. Per Anhalter fahren ist Trampen. Geht gut los. Deutscher Strom. Ich weiß, hier ist nicht Elektrizität gemeint, würde ich mal sagen. Polnische Landschaft ist auch interessant. Eine Unterhose. Könnte eine Short sein, kann es aber hier nicht sein. Und was war nochmal Spanisch für Onkel? Tío. Onkel en español es tío. Ja, zum Glück kann ich nicht nur Englisch, sondern auch noch ein bisschen Spanisch. Truthenne ist die Pute. Die gute Pute. So, beflissen. Bemüht? Asiatische Hauptstadt. Könnte aber hier zum Beispiel mir noch etwas unbekannt sein. Das Faultier mit zwei Buchstaben. Das ist ja auch... Uiuiui. Balten könnte eine Estin sein. Ist es auch. Ja, tatsächlich könnte das Bemüht hier sein. Ist es auch. Ja. Zur Hälfte ist natürlich halb. Mandragora. Das ist doch nicht etwa eine Alraune. Tatsächlich wusste ich jetzt nicht mal, was eine Mandragora, was das bedeutet. Aber ich weiß, Alraune ist eine Pflanze, würde ich sagen. Eine große Menge ist ein Haufen, ist ein viel. Vorderasiatischer Staat. Was jetzt vorder ist, weiß ich nicht, aber Japan hätte reingepasst. Interessanterweise. Gibt es denn noch was außer Jordan? Jemen. Jemen gäbe es noch. Und das ist auch damit gemeint. Ah, okay. Vorderasiatisch heißt also mehr so, glaube ich, in Richtung Europa noch zugewandt. Und nicht etwa in Richtung Pazifik. Eisenlegierung. Außer Puste. Ist auch nicht schlecht. Erstmal den Räucherfisch. Das ist Aal. Große Menge. Eine Fuhre ist es auch nicht. Englisch für See ist Lake. Ja, mit manchen Sprachen, da kenne ich mich dann... Antike Sprache. Ich kenne mich mit Sprachen gerade so gut aus, dass ich hier super vorbeikomme, weiterkomme. Frauenkurzname. So, ein Gebiet kann ein Areal sein, ist aber hier nicht gemeint. So, Abkürzung für Logarithmus ist Log. Ein Haustier ist kein Hahn vielleicht. Mal gucken. Also außer Atem ist natürlich Helene Fischers Top-Hit. Ja. Und ich rätsel mich hier auch atemlos durch die Nacht. So, Gebiet. Könnte genauso gut Gebiet reinkommen. Das wäre wirklich mal lustig, wenn das funktionieren würde, wenn hier am Ende ein Wort reinkommt, was genau dasselbe Wort ist. Kann ja manchmal sein. Machen wir aber erstmal ein Ion.
Frauenkurzname mit O in der Mitte. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall habe ich zum Glück das Wort Amnesie noch im Gedächtnis behalten. Immerhin, das Edelgas könnte Neon sein. Ist es auch? Ist es auch? Ausflug zur Pferde. Zu Pferde ist dann wohl ein Ritt. Kaum hörbar ist. Aber dann hört man vielleicht mich ja auch nicht mehr. Das wäre ja auch nicht so gut. Unwirklich. Nonreal? Meinen die sowas? Ich weiß es gerade nicht. Surreal ist das gewesen, genau. Rubidium. Oh wei, oh wei, oh wei. RD, RB. Dann ist es RB. Bühnenshow. Eine Bühnenshow. Ach, was könnte denn jetzt eine Bühnenshow sein? So, eine polnische Landschaft. Da ich habe mal gehört, an der polnischen Ostsee soll es ganz schön sein. So. Taufzeugen sind Paten. Ich glaube, hier ist Revue gemeint. Und tatsächlich, mir würde jetzt gerade was einfallen, aber da ich ja so schlecht in Geografie bin, habe ich jetzt geraten und Masuren ist tatsächlich richtig. Es wusste ich gar nicht, dass das in Polen liegt. Mensch. Cool. Deutscher Strom ist dann die Elbe. Und damit haben wir auch Ulna für die als medizinischen Begriff für die Elle. Außerdem wissen wir jetzt, dass hier ein Seemann gemeint ist. Faultier war, glaube ich, Ei, genau. Oh Gott, was ist denn diese Hani? Nee. Hani Nani? Hanti? Ich muss gerade mal wirklich. Hanpi? Hanki? Hanmi? Hanbi? Oh Gott, also ich weiß nicht, zu welchem Land das gehört, aber ich werde das definitiv. Hanai? Hanoi! Och nö! Natürlich! Ach, wie hätte ich das denn. Oh. Da habe ich jetzt aber länger gebraucht, als ich hätte müssen. Ja, Hanoi, Hanoi. Ich würde lieber nochmal nachschlagen, wo das genau die Hauptstadt von ist. Ich hätte da so eine Idee, aber das könnte völlig falsch sein. So, Sekunde ist natürlich abgekürzt mit SEK. So eine Einsatzkommando. Große Menge. Ist hier eine Masse gemeint? Ja, ist es. Eisenlegierung ist Stahl. Ja. Teigwaren, Teigwaren. Was gibt es denn da noch? Oh, Mangan. War nicht genau. MN war das. MA ist Magnesium, wenn ich mich nicht irre. Oder nee, MG war Magnesium. MG war Magnesium. Ich habe mich geirrt. Ich habe es sofort wieder richtig gestellt. Okay, ein Gebiet. Gegend. Die meinen Gegend. Ah. Teigwaren sind in dem Fall Nudeln. Ganz viele Nudeln. Lu ist doch. Ich hätte jetzt eigentlich. Ballettschülerin. Elege, Eleke, Elevele, Elele, ulala. Elete, das wäre doch auch was. Elö, Elö, ich gehe jetzt einfach mal durch, weil es ist nur noch dieser Buchstabe. Elene, Elebe, Eleve, Eleve. Ballettschüler ist also Eleve.
Elevas, ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Mag vielleicht daran liegen, dass ich persönlich kein Ballett tanze und ich hoffe, das wird mir verziehen. Okay, dann haben wir das ja schon mal. Wie lange hat es erst mal gedauert bis hierhin? Ja. Ein Stück über 10 Minuten. Wenn ich mal die Begrüßung rausrechne, ist es vielleicht ein Stück drunter gewesen. Hier musste ich leider raten. Und Hanoi, da hatte ich einen kleinen Aussetzer, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da hatte ich einen. Ich meine, man kennt doch die Türme von Hanoi. Oder wie man es auch nennen kann, das Pfannkuchenrätsel von Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Oder die Pfannkuchenrätsel, es gab ja mehrere. So, ich sehe schon was. Ich sehe schon was. Oh, weia. Okay, ich würde mal behaupten, machen wir Folgendes. Ich versuche wieder das. Ich versuche hier mal wieder das Lösungswort zu erraten. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, was das hier ist. Ein Eidzeichen. Oh Gott. Uiuiui. Oh, wir hatten doch das letzte Mal ein Diebesgut. Das ist diesmal was anderes. Also Diebesbeute ist diesmal ein längeres Wort. Vorher waren es ja, glaube ich, bloß so vier Buchstaben. Okay, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Ah, okay, dann weiß ich auch, was das ist. Ach ja, der Geliebte der Julia. Ach, wenn ich doch nur wüsste. Moment mal, das sind ja gar keine sechs Buchstaben. Okay, gehen wir mal weiter. Geruchssinnsverlust, oh Gott. Wie heißt denn das? Riechlos? Nein, keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Unbestimmtes Fürwort. Weiß ich noch nicht. Europäische Währungsunion, okay, ja. Hier habe ich also zumindest schon mal ein Wort, ein Buchstaben. So, dann schmale Stelle. Abkürzung für geboren. Na, ist ja einfach, das ist ja einfach. Aufforderung zum Besuch ist auch einfach. Okay, dann weiß ich auch, was das für ein Buchstabe ist. Außerdem hatten wir das ja schon. Ich brauche die 5. Ich brauche unbedingt noch die 5. Geruchssinnsverlust. Und ich kriege es nur über den Geruchssinnsverlust. Ist ja schlimm. Na, verzieren, nee, überall habe ich Wörter, die eins länger sind. Das Empfindungsorgan ist natürlich die Hand. Damit kann man berühren. Nein. Okay, aha, Empfindungsorgan. Ah, okay, damit ist was anderes gemeint. Ja, jetzt weiß ich's. Okay, aha. Oh, das ist schlimm. Die 1 und die 5 fehlen mir nur noch. Ansonsten, oh. Ich habe eine Idee. Schleifen. Aber. Ah, okay, nee, dann weiß ich's. Dann weiß ich's. Wenn bei Schleifen nämlich folgender Gedankengang, wenn bei Schleifen wieder ein Verb rauskommt, dann endet natürlich dieses Verb wieder auf N. Egal, ob es so ein Wort ist wie Schaufeln, wo ein L davor kommt,
Oder ein ganz übliches Verb wie kennen, mögen, hassen, lieben, um mal nicht negativ aufzuhören hier. Dementsprechend bin ich der Meinung, an die erste Stelle kommt ein N und dann wäre das Lösungswort Neumond. So, versuchen wir es. Tippen wir es mal ein. Machen wir hier mal das U hin. Ich mache das jetzt nicht in der Reihenfolge. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wo die alle so sind. So, Speisefische könnten zum Beispiel Aale sein. Wow. So, jetzt bin ich gespannt. Was ist denn das? Ist das der Tuner? Nein, es ist auch nicht der Turner. könnte dann natürlich auch der Athlet sein. Also wäre lustig gewesen, wenn da jetzt Turner reingehört hätte. War aber leider nicht so. So, die Filmdirektion machen wir hier erstmal weiter, ist die Regie. Preisschild ist natürlich das Etikett. So, betagt ist mal wieder alt. Abkürzung Rechtsanwälte. Ja, RÄ ist Rechtsanwälte. Ist ein bisschen komisch, ist ein bisschen... musste ich mich auch erst damit anfreunden, als ich mit Rechtsanwälten zu tun hatte. Also nicht, weil ich verteidigt werden musste, sondern tatsächlich, ich habe mal für einen Anwalt gearbeitet. Ja. Englisch brechen. Na, break ist das. Und tatsächlich, also wenn man dann Rechtsanwälte, oder war es doch wirklich RAE? Stimmt. Nee, stimmt, das war nicht RÄ, das war RAE. Großes R? Moment. Warum muss ich das jetzt eigentlich schreiben? Zack. Dann großes A. Und dann ein großes, ein kleines E. Ein großes, kleines E. So. Stimmt, RAE ist das wirklich. Also, hier ist kein RÄ gemeint, sondern RAE. Fast hätte ich euch was Falsches erzählt. Nein, 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 nein. Skandinavier, das ist dann wohl der Norweger. So, Volksrepublik ist natürlich die VR, hat jetzt nicht unbedingt was mit Virtual Reality zu tun, aber das wäre natürlich auch eine coole Idee. Abkürzung virtuelle Realität, hätte genau dasselbe dastehen können. Kerzenmaterial, ach, das hatten wir doch mal, das war doch dieses komische... Kamesin, nein, das definitiv nicht. Das Auf und Ab haben wir hier aber erstmal. So, außerdem der Geliebte der Julia ist anscheinend ein Romeo. Ich werde da definitiv nochmal nachfragen. Ich kenne eine Julia und ich frage sie mal, ob sie Romeo ob sie Romeo liebt. Chemisches Zeichen Tertium. Ach ja, und an alle Zuschauerinnen, die, oder Zuschauer, die auch Julia heißen, ja, einfach mal sagen, liebt ihr jemanden, der Romeo heißt? Und dann, so, warte mal, Kurzform von Robert ist, Robert ist Bob. Tja, dann ist wohl das chemische Zeichen für Terbium. Ja, genau. War das nicht irgendwas mit Steatin oder so? Steasin? Steanin? Steamin? Ah, Steakin. Ich weiß es. Stearin war es. Okay. Ich wusste irgendwas mit Stea am Anfang war es. Ja, Stearin ist das Kerzenmaterial. Haben wir auch wieder, haben wir auch wieder. So, dekorieren und schmücken passen hier leider schon mal nicht rein. Prachtstrand. Ein Prachtstrand. Was könnte dieser Prachtstrand sein? Was ist denn ein Prachtstrand überhaupt? Was ist, ich muss gerade, abwertend Ostdeutscher. Keine Ahnung. Ist ja nicht so, als ob ich das nicht auch schon zigtausendmal gehört hätte. Wintersportgerät, Einzahl, ganz wichtig. Was gibt's denn da so alles? Gewehr.
Erstmal können wir zerbeißen eintragen. Das ist nämlich kauen. Oder es ist hier doch Shia gemeint. Es sieht beide wie Shia aus. Auweia. Ich würde ja sagen, ein Ski ist ein Wintersportgerät und mehrere Skier sind nicht ein Wintersportgerät. Auch wenn es natürlich zusammengehört, aber auf einem Ski kann man vielleicht auch fahren. Sportbund. Gucken wir erstmal. Abkürzung geboren war das. So, das ist auf jeden Fall D irgendwas B. Deutscher sonst da was. So, außerdem kommt da die Wunde rein. Schmale Stelle ist, wie ich mir schon dachte vorhin, die Enge. Abkürzung. Jetzt überlege ich gerade, ist das wirklich EWU? Ich hätte jetzt an was anderes gedacht, aber vielleicht, naja. Unbestimmtes Fürwort, jede. Genau. Außerdem kriegen wir auch eine Einladung eingetragen. Ja. DEB, Deutscher. Nee. DSB, also. Was haben wir hier noch? Ad acta. AA. Okay, ach so, ein Erdzeichen im Sinne von ein Stern. Heißt es nicht Sternzeichen? Hab noch nie das Wort Erdzeichen gehört, aber ja, also hier ist der Deutsche Fußballbund anscheinend gemeint. Es ist jetzt auch ein Sportbund, aber ein ganz bestimmter. Schiene ist natürlich ein Gleis, ja. Backgewürz, oh, da weiß ich was. Habe ich öfter schon mal irgendwo eingetragen und zwar fälschlicherweise, glaube ich auch. Der Aufprallschutz beim Auto ist natürlich der Airbag. Schleifen, Binsen würde ich sagen, heißt das Wort dazu. Aber nee, Bimsen. Genau, Binsen ist ein Substantiv und Bimsen ist wohl, das ist ein anderes Wort für Schleifen. Oh weia. Ja, Bimsen hat nichts mit diesem wie heißt denn das nochmal? Dieser komische Sprech, dieser Jugendsprech. So, hallo I-Beams. I-Beams der Exido. Oh weia. Ich sollte das nicht tun. Ich bin langsam zu alt, um solche Sätze zu bilden. Panzerschrank. Das ist natürlich ein Tresor. Bitteschön. Fruchtstand ist die. Ja, die Blüte ist nicht gemeint. Ich weiß nicht, was der Verlust des Geruchssinns tatsächlich ist. Also, Naosmi? Ich habe wirklich gar keine Ahnung, was da reinkommt. Verzieren. Also wenn ich verzieren hinkriegen würde, könnte ich wahrscheinlich die anderen beiden auch noch irgendwie mir zusammenreimen. Also wenn wir etwas verzieren, dann verschönern wir es auch, dann kleben wir gegebenenfalls was dran. Könnten wir denn hier noch haben? Ach was, wie heißt denn der Fruchtstand? Wie heißt denn der Fruchtstand? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es leider nicht mehr. Also außer Blüte. Oder Fruchtstand, was könnten damit noch gemeint sein? Also ist da jetzt ein Status, beziehungsweise eine Phase der Befruchtung und Verblütung oder wie auch immer gemeint, oder ist das ein Teil der Pflanze? Ah, ich hatte sowas mal in Bio, ich schwöre.
Oh, feier. Leute, das ist jetzt echt merkwürdig. Ich habe diese beiden Buchstaben eingetragen, da ich mir dachte, naja, wir haben doch vielleicht eventuell in diesem Wort das Wort für Nase. Oder weiß ich nicht, Fremdwort für Nase. Also vielleicht was mit Nos. Für, ja, kann man, also der Teil Nos ist tatsächlich, der Wortteil Nos ist so ein Fremdwortteil für Nase, den man sich gegebenenfalls noch zusammenreimen könnte. Und dann dachte ich mir so, naja, aber dann kommt hier ja noch ein Buchstabe hin und wenn man ein A davor setzt, dann hat das doch so eine umkehrende Wirkung und tatsächlich, dieser Gedankengang scheint richtig gewesen zu sein. Anosmie. Das Wort tatsächlich nie gehört, aber gut zusammengereimt, muss ich sagen. Okay. Jetzt muss ich nur noch zwei Wörter, einmal verzieren und einmal den Fruchtstand. Oh Gott, ey. Ich gebe mal wieder nur irgendwas ein. Oh! Okay. Moment, was? Die meinten Ähre? Interessant. Ich würde jetzt einfach mal raten, dass das so reinkommt. Verzieren, natürlich, da kommt Saunieren rein. Aber der Rest stimmt. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Nein, nein, okay, also das P ist falsch, aber zumindest. Sanieren? Nee. Das wäre ja. Das wäre mit einem N. Das E scheint da auch nicht richtig zu sein. Okay. Hatte ich schon ein R da drin? Okay, ich brauche nur noch einen Buchstaben. Garnieren war es. Ach. Jetzt, ja. Wenn je mehr Buchstaben man hat, desto manchmal, desto leichter fällt es einem manchmal wie Schuppen von den Augen. Ja. Und damit haben wir wieder eins der Rätsel. Der Neumond war sogar diesmal erkannt worden, bevor ich irgendwas eintragen musste. Bin ich ja mal ein bisschen stolz drauf. Ich hoffe, euch ist es auch aufgefallen rechtzeitig, frühzeitig. Also ich möchte ja gern, dass ihr miträtselt. Und im Zweifelsfall, ihr könnt auch gerne, also ich kann ja mal zukünftig sagen, oh, jetzt habe ich das Wort. Wenn ich das nicht sowieso schon immer gemacht habe. Und dann könnt ihr ja gegebenenfalls noch abbrechen und oder beziehungsweise pausieren und das Ganze dann auch noch mal dann könnt ihr das auch noch mal nach durchgehen. Ihr müsst euch nicht nach mir richten, tatsächlich. So, wie war denn das jetzt? Also Hanoi wollte ich noch nachschauen. Moment. Kann ich hier irgendwo einen neuen Tab öffnen? Ja, kann ich. Ein neues Fenster sogar. Gut, ihr seht immer noch das. Hanoi, Hauptstadt von Schwaben. Was? Ah, okay. Hanoi ist die Hauptstadt von Vietnam. Okay, ich hätte falsch gelegen mit meiner Vermutung. Ich hätte es irgendwo bei. Ja, genau, gucken wir doch mal. Tibet, Hauptstadt. Ich hätte es bei Tibet einfach mal so. Lhasa. Lhasa. Keine Ahnung, wie es ausgeschrieben wird, aber es ist ein großes L mit Hasa hinten dran. H-A-L. Großes L, dann kleines H-A-S-A. Das ist die Hauptstadt von Tibet. Und ja.
Was wir aber gerade hatten, war die Hauptstadt von Vietnam. Hanoi war die Hauptstadt von Vietnam und damit, mit diesem Wissen verabschiede ich mich und freue mich schon aufs nächste Mal mit dem Kreuzworträtsel. Und ich verabschiede mich. Tschüss.